Hallo und herzlich willkommen bei Tiger FIFA 15. Die Iren kommen heute mit der dritten Runde im Pokal gegen den Rekordmeister, gegen FC Bayern München. Wir spielen zu Hause und ich bin echt mal gespannt, wie die Scheiße läuft heute, weil Bayern ist jetzt nicht unbedingt der leichteste Gegner, eher gesagt der härteste Gegner, den man so treffen kann. Mit Dublin wird es kein leichtes Spiel. Ich bin echt mal gespannt. Wir haben schon Wolfsburg rausgehauen, vielleicht schaffen wir es heute auch mit Bayern. Ob das klappen wird oder nicht, sehen wir dann. Meine Aufstellung seht ihr ja gerade. Ich habe mich ja dazu entschieden, Simon heute mal vorne drin zu lassen. Einfach, weil der Jung einfach gut ist und dass Selke mal eine kleine Pause braucht. Und ich Selke dann vielleicht in der Halbzeit auch als Überraschung noch bringen kann. Anstoß jetzt hier bei mir im Stadium of Time gegen die Bayern. Götze gleich mal hier am Ball. Jetzt versuchen wir erstmal den Ball abzufummeln, aber das geht irgendwie nicht, weil Götze doch einfach mal... Aber wegen zu dribbly ist Rodde jetzt Rode, nicht Rodde. Ja, der Rodde. Oh, was für ein Pass auf Lewandowski. Und da steht es fast schon 1-0. Huiuiui. Glück gehabt, Jungs. Versuchen wir hier mal ein bisschen aufzubauen. Also, wenn ich hier gewinnen sollte, dann feiere ich erstmal die Jungs so ein wenig, weil ja, ich versuche schon die ganze Zeit irgendwie diese langen Pässe zu schlagen, wie im 16er. Ist ja auch schon lange draußen. Das zocke ich auch den ganzen Tag eigentlich, wenn ich nicht gerade arbeiten bin oder anderes Zeug mache. Douglas jetzt hier schön. Sich durchgesetzt, das Spiel mal rüber, Spiel nach vorne auf Simon, der mal wieder einen grandiosen Pass nicht hinkriegt, aber so ist es halt, Götze jetzt am Ball, jetzt spielt er hier auf Lewandowski, der 5-Stück Lewandowski, jetzt kommt hier der Ball nochmal nach vorne, oh, schön von Kavanagh, der das Ganze gut verteidigt, und jetzt schön nochmal hier rausgespielt, jetzt gehen wir über die Außen, Simon am Ball, aber der Junge ist halt wie ein LKW, aber er macht das ganz gut. Spiel mal hier auf Creevy. Auf Timo Werner legt. Und oh, der kommt nicht an den Ball. Starke Held hier. Nicht mal Neuer im Tor. Da, ja, da wollen sie mir halt zeigen, Jungs. Ihr seid halt auch nur zweite Liga. Und dazu auch noch Dublin. Und nicht unbedingt die Westen. Aber im Moment läuft es doch ganz gut. Das setzt sich Douglas stark durch. Aber wir verlieren den Ball schon wieder. Oh, jetzt habe ich nicht auf Lever aufgepasst. Das ist ganz schlecht. Oh, knappes Ding schon wieder von Lewandowski. Man merkt, die Bayern wollen, aber genauso will ich. Ich stelle mich nicht gegen die Bayern hinten rein, wie so manche andere Mannschaft. Nee, es wird nach vorne gespielt und wir gucken einfach mal, dass wir da vorne irgendwie eins reinstolpern. Schön hier auf Boyle, der jetzt hier sich erstmal an Götze vorbeidrückt, der natürlich defensiv nicht das Stärkste ist. Und Benson verliert hier ganz grandios den Ball, aber holt ihn sofort wieder zurück. Schön zurück, oh, schlechter Pass hier von Benson. Jetzt mache ich erstmal die Mitte zu, jetzt müssen wir halt aufpassen. Oh, da wird Lever erstmal gelegt, das ist natürlich nichts. Ribéry auf Lewandowski, da hat er sich gut weggestohlen. Und jetzt, boah, kommt der Schuss, aber Langtree steht da, abgefälscht. Damit jetzt erstmal ein Eckstoß. Ja, Jungs, die Bayern führen noch nicht 16 Minuten bis jetzt standgehalten, wenn auch schon zwei super Chancen da waren für Lewandowski. Einen sogar gegen den Pfosten gesetzt. Oh, scheiße, ist die falsche Teste schon wieder. Simon auf Creevy, jetzt spielen wir raus auf Werner, der jetzt ein bisschen Tempo aufnimmt, hoffe ich mal. Ja, der nimmt gutes Tempo auf. Schön hier nochmal den Rode vernascht. Oh, auf den falschen Mann. Boah, Creevy spielt hier die Gegner aus und zieht jetzt mal einfach ab. Und hohoho, erster Torschuss hier von Dublin auf starkes Tor. Neuer ist heute ja nicht am Start. Knackiges Ding auf jeden Fall. Schade, schade. Das wäre es natürlich gewesen, wenn hier Creevy jetzt einfach mal das 1-0 reingeknallt hätte. Dann hätte ich mal wieder... Ja, hätte sich meine Taktik ja gelohnt. Bis jetzt steht es doch 0-0, wir sind in der 20. Minute. Das hat er gut gemacht hier, der Götze. Boah, schön, meine Jungs. Und, boah, Langtree fast den Ball an Lewandowski verloren. Zum Glück hat er versucht, den Pass da zu spielen. Spielen wir hier auf Crow. Der kommt jetzt erstmal außen auf Douglas. Der Jung hat ja schon ein paar Mal gezeigt, dass er was kann. Jetzt haben wir hier... Den... Oh. Crow wieder mit dem Versuch, Simon mit einem geilen Pass hier auf Crow. Auch wenn ich gedacht habe, dass der eigentlich auf Werner geht. Der hat es vielleicht auch versenkt. Oh, war das abseits? Ja, schön. Hier mal auf Crow. Schön den Rode umtänzelt, aber der holt sich natürlich grandios den Ball zurück. Martinez hinten drin, also oh, jetzt kommt er mal noch nach vorne, jetzt muss ich aufpassen. Boah, schön. Simon, was er kann, ist passen und das macht er richtig gut. Simon nicht zum Mulhall laufen, der Jung braucht Platz.
Oh, schön von Benatia. Benatia schön weggegrätscht. Da hätte ich einen Fake-Shot gesetzt, aber er grätscht halt mir einen Fake-Shot rein. So ist das halt manchmal. Jetzt Crow am Ball, spielt hier auf Simon, der jetzt gleich weiterlegt. Oh, schade. Da kommt, glaub Creevy war das, nicht mehr an den Ball. Und schön, schön hier die Bayern unter Druck setzen. Das sind sie gar nicht gewohnt, dass eine Zweitligamannschaft so auf die Füße steht. Oh, schade. Oh, jetzt muss ich aufpassen, jetzt kommt der Konter. Und verfehlt mit dem Tackle hier. Standing Tackle hat nichts gebracht. Jetzt muss ich ja erstmal den Ball irgendwie... Oh, da ist er schön durch. Habe ich nicht aufgepasst. War schlecht von mir. Müller am Ball. Oh, der spielt heute links. Echt. Oh, schön. 0-0 immer noch. Also wenn wir in der ersten Halbzeit 0-0 rausgehen, wäre es schon geil. Langtree jetzt auf Kavanagh. Machen wir jetzt erstmal Ball auf Boyle. Spiel mal raus. Sehr schön. Douglas auf Crow, der aber hier den Ball verliert. Rode. Müller jetzt am Ball. Rode. Oh, oh, oh. Rode, was machst du? Na, komm schon. Holt euch den Ball. Die wissen halt schon, was sie tun, die Bayern. So halbwegs. Ribery. Ah, die haben die Seiten gewechselt. Jetzt kapiere ich's. Ein Flügelwechsel gemacht, weil Ribse halt da wahrscheinlich keine Chance hat gegen Douglas. Und Müller vielleicht eine bessere Wahl ist. So, Werner jetzt am Ball. Spielen wir erstmal rüber, schön auf Mulhall, bisschen Platz machen. Oh, da kommt er nicht mehr rechtzeitig an den Ball. Jetzt muss ich aber hinten zumachen. Und zwar gewaltig zumachen. Ah, oh, schade, schöner Ball oder schön gedacht. Kein schöner Ball, aber schön gedacht. Götze jetzt. Oh, da komme ich nicht mehr. Doch, da komme ich dran. Sehr schön. Jetzt schön hier auf Crow. Er macht es alleine. Er ist eigensinnig. Viel zu spät abgespielt, Jung. Na gut, Simon kommt da auch nicht mehr dran. So, jetzt gucken wir mal. Also man merkt, die sind hinten nicht so schlecht. Dass vielleicht zwei Torschüsse, wenn es hochkam. Die Flanke auf Simon, aber der kommt da nicht dran. Jetzt Pizarro. Was, die spielt sogar mit Pizarro. Ernsthaft? Da schont's ja echt mal alles da, ey. Sogar Pizarro, zwei Stürmer vorne drin. Eine ganz andere Taktik von Bayern. Und vorne wohl Tore schießen, ne? Ribery. Oh, schön von Douglas, der einfach hier stark ist. Einfach super strong ist, aber schlechten Pass jetzt hier. Muss ich aufpassen, Götze wieder hier. Kleines Dribbelmonster. Müller kommt durch. Oh, und ganz schlecht verteidigt. Dabei habe ich doch gar kein Speed mehr gedrückt. Oh, Langtree holt den Ball da weg. Was zum Teufel macht ihr Jungs denn da hinten schon wieder? Oh, schön auf Kavanagh. Ein bisschen Ruhe jetzt. Ein bisschen wieder das Spiel aufbauen. Halbzeit hier in Dublin. In Stadium of Thai. 0-0, kann man nicht sagen. Wunderschön. Haben wir die Jungs gut gemacht. Wechseln tun wir noch nicht. Das kommt dann Mitte zweiter Halbzeit. Muss echt aufpassen. Diese Scheiß-Taste ist halt einfach unglaublich. Oh, Ribery hat aufgepasst. Muss ich hinten rumspielen. Was zum Teufel? Oh Gott, Lever. Nein. Boah, schön gehalten von O'Donnell. Da hätte er mehr draus machen können, der Lever. Boah, der Rode ist einfach stark defensiv. Muss man ja schon zugeben. Schön von Boyle, aber da kommt er nicht mehr dran. Götze immer noch am Ball. Jetzt haben wir hier Müller. Der versucht jetzt, sich hier durchzudrücken. Mario Götze, die verstehen sich blind. Schön von Douglas, aber verliert den Ball schon wieder. Also Müller, bockstark. Zieht jetzt ab hier auf O'Donnell. Bockstarker Müller, da merkt man halt den Unterschied. Die behalten auch mal die Bälle, wenn sie sowas treiben hier. Oh, und jetzt Benson hier, kann nicht am Ball bleiben. Aber Creevy aufgepasst. Schlechter Pass. Crow auch nicht gut. Da muss ich, glaube ich, demnächst mal was ändern. Ach Gott, sind jetzt unter Druck. On fire, Bayern. Ja, da kommt er und holt sich den Ball. Was war das? Schöner Rückpass. Jetzt geht es ja erstmal nach vorne. Kommt er nicht an den Ball, da spiele ich doch schön auf Werner. Boateng jetzt hier zurück auf Benatia. Oh, und Werner zu schnell. Der Turbo gezündet viel zu früh. Oh, schön nochmal rausgeholt hier. Jetzt muss ich hier echt mal ein Kombinationsspiel machen. Ein bisschen Tiki-Taka, hä? Oh Gott, Foul, Chiri.
Das war echt reingegrätscht, aber war natürlich kein Vorwahl, hat Ball gespielt. Lewandowski jetzt mit dem Versuch, hier an meinem Spieler vorbeizukommen. Schön. Schön ins Eck gedrängt. Jetzt nehmen wir hier den Ball mit Mollhall. Der Müller, da passt er auf. Jetzt muss ich in der Mitte aufpassen, sonst wird es böse. Okay, er spielt nach links außen auf Grütze. Ja, schön von Douglas, der einfach hier gegen Ribéry alles zeigt. Aber, oh Gott, scheiße. Das war ganz schlecht. Boah, O'Donnell mit dem Glanztag-Parade hier. Der hat heute einen Glanztag, hat er heute, sag ich euch. Ach, Jungs. Schiri, das muss auch mal gepfiffen werden. Der pfeift echt wenig heute. Ach, Simon rächt sich da gleich wieder. Jetzt gibt's halt auch noch den Freistoß oder was. Oh Mann, ist jetzt Zeit zu wechseln. Also Crow ist ziemlich am Sack. Belu rein, ein bisschen offensiver jetzt. Creevy. Ja, Benson, da müssen wir eigentlich... Ja, ich lasse das mal jetzt so. Ein kleiner Wechsel. Belu kommt rein. Bisschen mal über rechts. Bitte, ja, offensiver einfach. Schauen wir mal, ob das was bringt. Und Bayern wechselt auch. So, jetzt schauen wir mal. Der kurze Freistoß. Jetzt auf Müller, jetzt versuchen sie sich hier durchzutänzeln. Aber Benson passt auf. Boah, ganz schlecht. Zurückspielt auf Schweinsteiger. Der einfach mal hier jetzt versucht. Ah, lass mich doch hin, Lever. Ey, Schiri, echt. Blockt mich der Lever, wie blöd. Boah, was willst du denn da machen? Schweinsteiger. Mit dem 1:0. Unglaublich. Aber wahr. Da wollte ich eigentlich ganz anderen Mann noch hinschicken. Was willst du machen? Bayern ist halt Bayern. Ich hoffe, dass ich den Ausgleich jetzt noch schaffe. Weihrauch haben sie sogar. Was zum Teufel? Da spielen sie mit ihrer Armeemannschaft. Oder klar, gegen Zweitligamannschaft. Who cares? Och, Werner. Who cares, ne? Zweitligamannschaft. Geht schon. Schön von Mollhall, der sich jetzt hier durchsetzt. Schiri! Oh Mann, da habe ich doch schon... Oh lol, wo läuft denn der hin? Da habe ich doch schon den scheiß Pass gedrückt und der Schuss gedrückt. Schön von Simon. Boah, was ein schönes Ding. Oh, gegen den Pfosten, nicht ernsthaft. Oh, das gibt's doch nicht! Das gibt's doch nicht! Jungs, das war der Ausgleich. Was zum Teufel? Was macht ihr denn? Ja, Gott, Simon, du bist jetzt auch ausgewechselt. Jetzt kommt Selke. Gott, Alter. Zweimal gegen den Pfosten. So, Jungs, da muss ich jetzt mir was überlegen. Coin spielt da jetzt. Oh, Mann, ey. Es gibt's doch nicht, es gibt's doch nicht. Werner hat zweimal die Chance und pfeffert die zweimal gegen den Pfosten. Ach Gottchen, das wäre jetzt so geil gewesen. Aber nein, nichts da. So, jetzt haben wir Selke drin, Simon ist draußen, der jetzt da ganz gut gespielt hat, aber es fehlt halt da vorne ein bisschen was, das merkt man. So, Timo Werner, Junge, jetzt aber mal hier. Nicht verzagen, Werner fragen, ne? Jetzt mal hier. Oh, der Starke hat ihn halt sicher. Schöner Schuss von Benson. Jetzt bin ich auch noch auf Zeit, oder was? Oh Mann, ey, da war doch das 1-1 in der Luft. Das muss ich halt machen mit den Ehren. Oh Gott, jetzt bin ich da wieder zu schnell. Der Bastian mit den Räumen. Ja, für mich Einwurf, schnell im Ausführen. Komm, Werner, lauf. Oh, das setzt sich gut durch. Jetzt hab ich gedacht, der kreuzt mich, aber nein. Oh Mann, ey. Ja, Freistoß. Macht was aus dem Freistoß, Jungs. Super, der Kopfball und
Starke mit der Rettungsaktion für die Bayern, da war der Selke dran. 1-0 hinten und ich hatte zweimal Pfostentreffer. Ah, schade, ey. Die Ecken kommen gut rein, aber leider nicht gut genug. Mann, ey. 1-0 gegen die Bayern, zweimal Pfosten. Also das nervt mich jetzt ein bisschen. Schön auf Werner, komm schon, kriegst du noch. Schön gemacht hier von Simon Werner, der aber gegen Boateng natürlich keine Chance hat. Einer der schnellsten Innenverteidiger der Welt. Ja, war schön. Ruf auf die Jungs. Über den Kampf, Jungs. Über den Kampf. Ja, komm, was soll's. Totaler Angriff, 90. Minute. Mal sehen, wie viel es Plus gibt. Das habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Das wird ja gar nicht mehr angezeigt. Doch, doch, plus 5. Ja, genug Zeit. Schön von Coin. Oh, Selke, den musst du halt gleich schießen. Oh Mann, ey. Schade, Jungs. Totaler Angriff. Auf geht's. Voll Pressing jetzt. Voll Pressing. Full Pressing. Komm, press den. Oh, Robben jetzt hier. Und das 1-1 durch Selke. Yes, baby, yes. Schön sweaty hier reingelatscht. Schön sweaty, aber das muss halt sein gegen so eine Bayern-Abwehr. 90. Minute. 1-1. Ich habe alles ausgewechselt, was ich auswechseln kann. Die Jungs werden auf dem Zeitfleisch gehen, aber es ist mir egal. Ich rette mich vielleicht in die Verlängerung. Ja. Boah, was ein knappes Ding, ey. Puh, 1-1. Verlängerung, Jungs. Und Mädels, also Benson ist schon auf dem Zahnfleisch. Da weiß ich gar nicht mehr, was ich noch machen soll. Der braucht, glaube ich, danach erstmal die Eistonne. Geht halt nicht anders. So, Jungs, Coin. Boah, Kampf, Jungs, Kampf. Schöner Kampf hier von meinen Jungs. Oh, schade, da ist Selke schon gut gelaufen. Oh, Robben jetzt halt am Ball. Der ist halt noch super fit. Was soll ich denn gegen super fitten Robben machen? Unglaublich. Oh, schön hier. Belou auf Mulhall. Jetzt muss halt mein Angriff alles regeln. Das gibt's nicht. Holt mal den Götz jetzt da ab. Die Mama hat gerufen, da ist im Kindergarten ganz alleine. Oh, O'Donnell. Sehr schön. Gott, gegen die Bayern in die Verlängerung. Unglaublich. Ich hoffe, ich mache jetzt vorne einfach noch eins. Einfach noch eins reinklatschen. Oh, Robben ist halt kein Kopf beim Monster. Verlängerung, ey. Huiuiui, gegen die Bayern. Es ist ganz schön krass. Die stellen mir jetzt vorne alles zu. Ernsthaft? Ich könnte auch mal wieder eine Stufe zurückfahren. Naja, komm. Da spielen wir jetzt erstmal außen, weil wenn die mir da alles zustellen, ist halt blöd. So, erstmal in die Mitte. Schön auf Benson, der total am Sack ist. Aber ist ja okay. Der Jung hat auch gefightet. Jetzt haben wir Coin hier, der ganz fit noch ist. Boah, da kommen sie ins Trudeln, die Bayer-Abwehr, die Bayern-Abwehr, oh Gott. Und jetzt Weihrauch, ja, abseits, sehr gut. Pff, ganz schön anstrengend, das Spiel hier, ganz schön anstrengend. Jetzt muss ich erstmal gucken, außen ist der Werner frei. Ja, natürlich. Und da läuft er. Bring die Flanke und jetzt kommt. Aha, wenn da halt nicht ein Boateng stehen würde. Da brauche ich es ja gar nicht probieren mit der Flanke. Ah, komm, Douglas, du bist zwar auch schon auf dem Zahnfleisch, aber scheiß drauf. Das müssen wir jetzt einfach noch. Schalasse. Komm, O'Donnell, deiner. Nimm ihn doch in die Hand, Junge. Oh Gott. Gegen den Robben darfst du doch nicht einfach so eine Scheiße machen. Oh oh, oh oh, oh oh. Wer ist das? Schweinsteiger, der Schütze zum 1-0. Und jetzt hier den hohen Lüpfer. Huhuhu. War das der Lahm? Der böse Lahm? Wollten wir jetzt noch eins reindrücken? Ei, ei, ei. Ganz schön hart hier. Mal nach links außen spielen. Da steht jetzt kein Bayern-Spieler. Das ist immer gut. Sehr gut, Benson. Du bist zwar komplett am Sack. So wie Kavana auch, aber... Huh, erste Verlängerungshalbzeit überstanden. Immer noch 1-1. Unglaublich, aber wahr. Gegen die Bayern. Boah, mir tut der Benson ja so leid, aber ich darf halt nicht mehr wechseln. Ja.
Sorry, Benson, du musst jetzt halt mal durchackern. Danach brauche ich, glaube ich, echt mal eine zweite neue Mannschaft, weil die sind jetzt komplett am Sack. Langtree, jetzt auf Selke. Oh. Oh, Junge, geh mir aus dem Weg, Benson. Du bist doch eh schon kaputt. Lass den Belou mal arbeiten. Oh nee, jetzt läuft er in die Mitte. Benson, 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 ich weiß, du hast nicht mehr die Übersicht, die du brauchst. Natürlich verletzt er sich jetzt auch noch. Oh Mann, ey, und ich habe keinen Ausweichspieler mehr. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Oh, Beul. Oh, Jungs, Jungs. Nein! Robben mit dem Pfostenschuss. Oh Gott, den muss er halt machen, wenn er gegen mich gewinnen will. Jetzt haben sie es verdient zu verlieren. Oh, jetzt habe ich es vielleicht verdient zu verlieren, wenn ich so eine Scheiße auch noch mache. Schön. Jetzt haben wir den Boateng hinten rausgezogen vielleicht. Oh Gott, nee, da steht er noch irgendwo. Das böse Boateng-Line. Bastian Schweinsteigers Duell um den Ball. Oh Gott. Was zum Eier ist hier denn los? Da wird gekämpft, da wird gefightet, da geht jetzt nur noch alles über den Kampf. Schön vom Benson. Schiri. Oh Mann, ja klar, der spielt den Ball, aber doch nicht entscheidend. Oh, da kommt er nicht an den Ball. Raus damit, Jungs. Oh Gott, da geht's jetzt nur noch über den Kampf, gell? Oh, Belou, sehr schön. Bist zwar kein Abwehrspieler normalerweise, aber geil gemacht. So, Coin, der ist noch halbwegs fit. Und verliert trotzdem ballhalber. Oh, ich habe mich über die Verlängerung gerettet. Nach einem Pfostenschuss von Robben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ein Spiel, Jungs und Mädels. Krr, 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 krr. Elfmeterschießen gegen die Bayern. Da habe ich vielleicht eine Chance. Ja, Werner darf natürlich als erstes. Benson, der ist doch komplett am Sack. Aber okay. Probieren wir es mal. Werner mit dem ersten Elfmeter gegen die Bayern. Und macht den ganz standardmäßig, kaltschnäuzig. So, Müller. Meistens links unten, ne? Das wissen wir ja schon. Mal gucken, wo er hinschießt. In die Mitte. Fick dich. Echt mal. Entschuldigung. Benson. Macht's rein. Sehr gut. So, Schweini. Wo schießt der denn meistens hin? Meistens so irgendwo auch nach rechts, glaube ich. Na, egal, wir springen nach links. Ernsthaft? Sind die so dreist? Okay, Jungs. Belou. Und drin. Sehr schön. Wenigstens Elfmeterschießen sind so Gold mal wert. Robben, Robben. Machen die schon wieder was ganz crazy-mäßiges? Ne, der schießt fest. In die Mitte. Alles in die Mitte. Ernsthaft? Ja, dann machen wir halt mal nicht in die Mitte. Denkst du, hä? Lewandowski. Oh Gott. Ja, er verschießt. Er verschießt. Olel. Olel, Lewandowski verschießt einen Elfmeter. Spannung, Spannung. Drin, drin, das Ding ist drin. Ich hab die Bayern rausgehauen. Oh mein Gott, im Elfmeterschießen, Leute. Im Elfmeterschießen die Bayern raus. Es gibt's nicht, es gibt's nicht. 120 Minuten, der 90. schießt der Selke das 1:1. Und Robben macht irgendwie in der 107. Minute mal einen Pfosten. Knaller ohne Ende. Das muss er eigentlich tun, Jungs. Das ist ja, boah, guck dir das an. Lewandowski mit zigtausend hier Pfostenschuss, ja. Dann kommt da noch ein Schuss hier, ja, ne, von Müller, der abgefälscht wird. Oh Mann, ey. Unglaublich. Der Schuss war nicht so schlecht, ja, der hätte sogar sitzen können. Aber ey, in der 90. Minute macht Selke mein Showgrass-Tor fast so wie ausgerechnet, ne. Der ist noch fit, der kann noch ein bisschen rennen. Oh Mann, ich muss, also das ist echt, echt, echt krass. Wir gucken uns jetzt auch ein bisschen die Highlights an, weil, ne, das muss halt sein. Und da, der, diese Rettungsaktion war echt der Hammer. Alter Schlappen, ey, boah, gegen die Bayern im Elfmeterschießen durchgesetzt. Gott, war der Benson kaputt, ey. Der Junge, der hat sich einen Ausdauerpokal verdient, ey. Was ein krasses Teil. Ja, guck dir Boateng an, ja, da versuchst du durchzukommen und es funktioniert nichts.
Und da kommt, ne, die Rettungsaktion von O'Donnell und Schweini. Erster Schuss. Dann rennen irgendwie die B-Jugend, ne, F-Jugend-Style-mäßig alle Spieler von Dublin auf. Ja, Pfostenschuss auf Lewandowski, wollte ich gerade sagen. Ja, dann wird nochmal geköpft, wird gehalten. Ja, super geil, aber was willst du machen? Ja, das war echt krass. Und dann kommt hier nochmal der Kopfball, der aber auch drüber geht. Ich hatte so viele Chancen dann irgendwie zum Ende hin, weil ich einfach voll auf Offensive gegangen bin. Scheiß drauf, ob ich da noch verliere. Und es hat sich gelohnt. Es hat sich richtig gehend gelohnt. Ja, und Werner halt setzt sich hier grandios durch. Und da das schöne 1:1 Spiel drüber auf Selke, der dann nur noch einschieben muss. Hammerhart. Und der wäre ja auch nochmal fast rein. Und dann ja, der Robbenschuss an dem Pfosten. Und da Selke, der dann noch den Ball weggegritscht bekommt irgendwie, weil er nicht sie direkt schießt. Nein, er muss den Ball nur irgendwie annehmen. Ja, und da Schweini schön weggeholzt. Und da Robben, Achtung, Achtung. Der war ja sowas von fast drin. Also das hätte eigentlich jetzt 2:1 sein müssen. Puh. Glück gehabt. 5:3 nach dem Elfmeterschießen. Ei, ei, ei. Das war ganz schön knapp. Und Timo Werner mit der 7,4. Unglaublich. Ich habe die Bayern rausgehauen. Oh Mann, ey. 1:1. Was kann denn als nächstes kommen, ey? Krass, krass, krass. Die Bayern sind raus. Wer hätte das gedacht? Ich nicht. Ich weiß auch nicht. Turnierpreisgeld. Oh, 125.000. Mal ein bisschen mehr Kohle für den Winter. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Was will man da tun? Oh, Jungs. Baron, Zukunft bei UCD FC. Ja, ich tue Baron verkaufen, ist okay. Aktuelles aus Italien. Ich habe ein Transferangebot bekommen. Mhm. Ich kann nichts mehr beobachten. Ich beobachte ja. Oh, Holloran. Ein LM. Kauf für 30.000. Ja, den kann ich verkaufen, aber ich mache ein Gegenangebot. Na, mindestens 40, komm. 10.000 würde ich mehr haben, wenn der schon wechseln soll. Trainingsverletzung. Timo Werner fällt 5 Tage aus. Ernsthaft. Wichtige Infos zum Transfermarkt. Ist offen. Aktuelles aus Belgien. Da gucken wir doch mal rein. Scouting. Ach, da wird schon gescoutet. Wie blöd. Okay, dann passt das auch. Transferphase beginnt. Dean Clark, RM. Ja, Baron wird verkauft. Das wissen wir ja schon. Da gehen wir ganz kurz rein. So, da wird verkauft. Ach, nicht so. Das war ja anders. Entschuldigung. Also ich möchte mindestens mal dafür, dass ich so weit gekommen bin. Na, mindestens 500, komm. So. Jetzt muss ich auf den Transfermarkt und Spieler verkaufen. So. Clark, du wirst nicht verkauft, dich brauche ich. Aber Baron. Und Clark. Clark, wo bist du? Da. Na gut, ich gucke mir das mal an, wenn er wechseln will. Vielleicht finde ich ja was Gescheites. So, Jungs. Ja, Transferphase. Wie viel Kohle habe ich eigentlich? 131.000, um genau zu sein. Ich kann natürlich sagen, ich leihe mir noch irgendwas für 5.000. Oder ich sag, ich mache mal den hier und habe 103. Ja, das ist halt viel zu wenig. Da muss ich mir noch vielleicht was leihen. Und zwar, ja, ein LM verkaufe ich ja jetzt. Da muss ich dann schauen, wie ich das mache. Simon ist ja ein bisschen verletzt. Der spielt eigentlich fast jedes Spiel. Ja, da muss ich jetzt echt überlegen. Ich habe ja ein paar Sachen auf der Wunschliste. Da gucken wir kurz rein. Der ist free, ein ZDM. Was will er denn haben? Der ist auch free, ich auch ein ZDM, der ist nicht free. Dass dann die Werte auch nicht mehr da sind, gell? Das ärgert mich so. Und da ist noch ein Free. Ein ZM. Mhm.
Mal durchgucken, was ich hier denn alles drin habe. Oh, 130.000. Oh, komm. Ich gebe euch mal, nicht eine Million, das habe ich eh nicht, 100.000. Da würde es sogar reinpassen. Bevor ich mache mal 90.000. Vielleicht passt das ja. Ein Stürmer. Stürmer habe ich ja jetzt bei Gute, da brauche ich jetzt erstmal nicht gucken. Stürmer habe ich ja ein paar gute, das ist eigentlich okay. So, was wollen die denn an Gehalt haben? Ein ZDM wäre eigentlich nicht verkehrt, aber ein bisschen jüngeren. Ich guck mal schnell, was der so haben will. 8.000. Du kriegst von mir maximal 3.000 dafür, dass du beim Spielen darfst. Ah, eher 2.000. So, für ein Jahr. Angebot senden. Wenn es nicht haben willst, bleib fort. Ist echt so. Dann gucken wir noch den anderen an. Den hier. Vielleicht hat der ja Bock. Was will der denn haben? 9.000. Ist klar. Jung, du kriegst nur 1,5.000 von mir, weil du bist schon alt und wenn du nicht spielen willst, bist du selber schuld. So, was sind denn die anderen Freeplayer? Nochmal die Wunschliste durchgehen, vielleicht ist noch irgendwas Interessantes dabei. Ah, ich bräuchte dich. Ja, vielleicht kann ich dann den Clark auch weghauen, wenn ich den anderen bekommen sollte. Das wäre halt der Hammer. Das dauert alles. Der wäre schon cool. Also ein 61er für 930 hätte ich eigentlich Bock drauf. Lee Kuin Ho, der ist eigentlich nicht so schlecht, muss ich sagen. Ich habe den schon mal gehabt in einem anderen Teil, aber ich muss jetzt nochmal nach den ZMs gucken, die frei waren, weil da fehlt es mir auch ein bisschen noch. Das sind sie ja. So, was will der denn haben? Ich habe schon zu viele Verhandlungen. Was willst du denn haben? 5.000? Ach, ich handel mal runter auf 1.000, komm. Entweder willst du spielen oder hast keinen Bock. Ist einfach so. So, und wir spielen mal ein bisschen weiter. Gegenangebot erhalten. Aha. Dean Clark muss verkauft werden. Ah, Dean Clark, ernsthaft, wir haben auch ein Angebot bekommen. Ja, komm, nehm mal an. Wenn der weg will, dann will er weg. Kann ich nichts machen, dann geht er halt weg. Ist halt so. Simon bleibt. 25. Angebot ablehnen. Ne, danke. Der bleibt, Jungs. Der ist viel. Den habe ich lieb gewonnen jetzt. So, das kann man löschen. Das lasse ich mir noch offen. Ja, habe ich gemacht. Oh Mann, ey. So. Dann ist meine Mannschaft jetzt anders. Naja. Ernsthaft, ihr wollt für den wie viel haben?
Ihr kriegt von mir 130.000. Nicht mehr, nicht weniger. Gut, Clark wurde verkauft, ist okay. Der würde für 4.000 kommen. RV. RVs habe ich halt gute. Und dann löschen wir den. RVs habe ich ein paar. Und ZDM bräuchte ich halt echt noch. Kriegst 3,5 von mir, 3,3 von mir. Aktuell ist aus Belgien. Da schauen wir auch ganz kurz rein. Die Folge wird jetzt ein bisschen länger, sorry Leute, aber das ist jetzt echt wichtig. Vielleicht cutte ich dann auch vor dem nächsten Spiel, dann sind wir da ein bisschen. Dem habe ich jetzt eins geschickt. Okay. Dann gucken wir einfach mal. Da haben wir schon was Neues. Der Burke. Ja, Junge. Ich habe ja noch ein paar Spieler, so ist es ja nicht. Ernsthaft 5.000. 4-1, komm. Ah, okay. Dann machen wir doch einfach mal 3-9 draus. Da müsste ich halt ein bisschen noch was verändern, aber im Moment ist es halt so. Na, dann gucke ich gleich nach meinem Transferbudget. So. ZM, bräuchte ich eigentlich echt einen. 4.000 kriegst du, ja. Diese Verhandlung immer, echt, das Schlimmste. Welche Rolle? Ihr habt nicht O'Halloran verkauft. Oh Mann. Okay. Das ist okay, wenn ich den krieg. Ihr habt jetzt nicht O'Halloran verkauft. Nicht ernsthaft. Oh Mann, ey, warum? Man muss jetzt einen Torhüter suchen, ernsthaft. Ihr habt jetzt nicht O'Halloran verkauft. Ah, ne, was war denn? Okay. Das war das andere. Ja, okay, ich habe nicht mehr so viel Reserve, ne? Da muss ich ein bisschen gucken, dass ich ein bisschen aushalte. Also 3.000, wenn ich Dings hab. Und dann gucken wir erstmal, was übrig bleibt. So, ein Haufen Nachrichten. Da muss ich jetzt erstmal drüber fliegen. Oh Gott, da kann immer so viel Zeug rein. Okay. Jetzt geht's gerade runter. Nee, den will ich gar nicht haben. Zu alt. Schon ist ein Benteke. Steven de Petre. De Petta. Ja, der sieht schon viel besser aus. Jürgensen.
Oh, man weiß ja nicht. Vielleicht können wir mal gebrauchen. Apostolos Villios. Gehalt. Nee, da habe ich einen Selke im Moment noch. Giuseppe Rossini. Ach, Stürmer. Nein. Dann haben wir Julian Gorius. Kann man sich mal merken. Ruth Former. 72 Mille ZM. Wunschliste natürlich. Nachricht löschen. Ja. Sukutsu. Nein. Blit. Was Stürmer. Für das Alter viel zu schlecht. Schon Jairo Ruiz. Ja, was sind das für einer? Ein LM. Ei. Ich setze mal auf meine Wunschliste. Wird trotzdem gekillt. Warum habe ich ihn gekillt? Ich wollte die Nachricht kennen. Egal. Khalifa Q, was auch immer. Stürmer. Ne, raus damit. Albion. Ne, auch weg. Dann haben wir Frank A. Achampok, wer auch immer das ist. LF 21. Ja, tun wir mal mitnehmen. Ist schnell, ist bla. Gut, gut. Dann Wang, wer auch immer. Zhang Yong, ZOM. Für 500.000. Ja, würde ich mir mal ansehen. O'Halloran haben sie verkauft, stimmt. Der war LV, glaube ich. Egal. Jonathan Benteke. Ja, so, die habe ich ja schon alle gescoutet. Oh, da sind neue. Warum wechselt das eigentlich immer? Das habe ich immer noch nicht kapiert. Das habe ich echt noch nicht kapiert. So, Jungs, Staten ist auch ein Gegenangebot erhalten. Ich brauche noch ein ZDM. Da muss ich ganz kurz nochmal mein Budget. Ich guck mal einfach, ob ich nochmal. Kommen mindestens 200.000 kommt schon. Und das da, komm schon. Transfers nochmal rein, Finanzen, da muss ich ein bisschen in die Richtung. Wie viel gäbe ich? 130, gell? So. Das müsste ja genau lang, um die zwei Spieler zu holen, ey. Scout. Ja. So, Scouting-Berichte. Rutten, wer auch immer. Nein. Nein. Wo ist denn jetzt? Den habe ich doch schon. Wo ist denn das Angebot? Oh Mann, ey. Ich hoffe, dass ich den Spieler krieg. Na, es ist zwar nicht schlecht, aber fliegt das erstmal raus. Ja, Grieche 28, nein. ZM, 1 Million, was zum Teufel, viel zu teuer.
Das kann ja mal dreist sein, ne? Das schon war. Das schon war. Iturbe, aha. Guillerme. Ja, das ist okay. Vielleicht nächste Saison. Kingsley. Coman. Ernsthaft? Oh. Mal anfragen. Anne ist auch nicht schlecht. Einfach mal beobachten, auch wenn da wieder ein Haufen Zeug rauskommt. You never know. Okay, Scouting nicht mehr möglich, alles klar. Als einer hat schon mein Angebot akzeptiert. Wo ist jetzt eigentlich das von den Tigers? Jetzt muss ich doch nochmal in mein Büro gucken. Ramon Garcia. Wäre schon cool, wenn ich den kriegen will. Ingolstadt als nächstes. 3,4 Millionen. Alter, das wäre halt schon geil. Ich halt bis nächstes Mal warten. Wo bleibt jetzt eigentlich der Typ? Naja, nächstes Spiel. Da darf Selke wieder ran. So. Coin darf mal wieder LV spielen. RV darf Matthews diesmal ran. Corbett darf spielen. Cavana bleibt. Ich habe echt kaum noch Möglichkeiten. Da darf halt nicht viel passieren. Entschuldige, jetzt noch den ZDM. Ich brauche den unbedingt. Ich brauche den einfach. Hankook, Jung. So, schauen wir mal. Der Hankook. Hancock. So, gucken wir mal, was das für einer ist. Ein 63er, passt doch. Der kommt gleich mal mit. So, da kann nämlich für Crow mal spielen. Und Crow fliegt jetzt hier rein irgendwo. Stürmer bleibt, LV, Langtree bleibt. Baloo bleibt daheim. Okay. Dann passt es doch. Ja, Transfers sind kompliziert, sage ich mal. Und ich hoffe, dass ich den anderen Spieler bekomme noch. Dann wäre so ziemlich mein Transferbudget immer wieder aufgebraucht. Aber so ist es halt. Dann sage ich erst einmal, danke fürs Zuschauen. Ihr seht, die Transfers sind im vollen Gange. Nächstes Spiel gegen Ingolstadt. Da freue ich mich auch schon drauf. Wird ein spannendes Ding gegen die Schanzer. Ich bin euer Tai. Seid auch das nächste Mal dabei. Bei die Iren kommen in der zweiten Bundesliga. Shared das Teil, liked es. Lasst einen Kommentar da. Würde ich mich echt drüber freuen. Bis dann, euer Tai.